Früchte der Mühen, erste Hälfte. Hehe, endlich können wir unsere Rechnung begleichen, Laila. Heute wirst du von uns besiegt und vor uns niederknien. Wieso formulierst du das so? Das klingt, als wären wir die Bösen. Ach, ich hab mich nur etwas reingesteigert. Wir wollen dir ja in diesem Kampf zeigen, wie sehr wir uns verbessert haben. So hatten wir das abgemacht. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir hatten so viel zu tun. Ich freue mich zumindest, dass ihr euch auf den Sieg so brennt. Ob ihr aber siegen könnt, ist eine andere Frage, Lisbeth. Du bist dir ganz schön sicher. Gleich wirst du was erleben. Schließlich bist du allein und wir agieren als Team zusammen. Da sollte man nicht so angeben. Wir sollten maximal 3 im Team sein, aber wir sind zu 4. Da müssen wir 4-mal kämpfen, um alle Kombinationen zu probieren. Schaffst du das alles, Laila? Kümmer dich nicht um mich. Gegen Anfänger wie euch ist das kein Problem. Bei so viel Selbstvertrauen will ich dir auch ohne Lies einen Dämpfer zupassen. Also teilen wir uns in Team ein. Machen wir Schere, Stein, Papier. Es kommt sowieso jeder dran. Schere, Stein. Als erstes kämpfen wir ohne Lies. Gebt euer Bestes, holt uns den ersten der 4 Siege. Kein Problem, wir machen von Anfang an richtig Dampf. Auf einen guten Kampf! Gut, fangen wir an. Ah! Nein, Silica, halt die Formation! Jetzt komm ich! Mich hat's erwischt. Tut mir leid, ich muss mich zurückfallen. Ah. Oh, nicht schlecht, aber etwas zu langsam. Ohne Vorhut werden Schüsse deutlich schwächer. Jetzt muss ich nur noch einen nach dem anderen. Ah! So schnell! Sieg Nummer 1 für mich. Ihr seid wirklich erbärmlich. Versuchst du es doch selbst. Laila ist richtig stark. Bei der Geschwindigkeit und all den Angriffen kommt man ganz durcheinander. Reiß dich mal zusammen. Jetzt komme ich für Shinnon rein. Mach dich auf was gefasst, Laila. Es ist egal, wie stark du bist. Du bist allein. Wenn wir dich einkreisen und aus der Nähe angreifen, hast du keine Chance. Wenn du das so sagst, klingt der Plan gar nicht mehr so cool. Aber wenn wir so gewinnen können, dann müssen wir es eben. Kämpft ruhig, wie ihr wollt. Ich will auch etwas Spaß haben. Was? Selbst das kannst du ausweichen? Dabei kommen die Angriffe aus dem toten Winkel. Doch keiner trifft. Ihr seid zu zögerlich und geht es energischer an. Mann, aus dem Weg jetzt, weil ich mach das jetzt. Ja! So muss das sein. Schön energisch, aber du holst zu weit aus. Ah! Lies! Silica, liefer, haltet euch nicht zurück. Kia! Oh! Hab ich doch gesagt, dass sie stark ist. Dieses Mal sitze ich aus, also werde ich euch von draußen anfeuern. Ich weiß nicht, ob uns das helfen wird. Sei nicht so negativ. Es sind doch nur erst 2 Niederlagen. Wenn wir die nächsten 2 gewinnen, ist es ein Unentschieden. Sehr gut, man muss ein großes Ziel vor Augen haben. Du kannst was erleben. Früchte der Mühen, zweite Hälfte. Gut gekämpft, auch wenn ohne Erfolg.
Ein Treffer und wir hätten gewonnen. Nur ein Treffer. Mein Morgenstern haut nämlich richtig rein. Hat nun keinen Sinn, wenn du nicht triffst. Wobei das mir genauso geht. Zum Schluss setze ich aus. Viel Erfolg. Du könntest auch schon etwas begeisterter anfeuern, Silica. Hör zu, wir werden uns nicht geschlagen geben. Da stimme ich zu. Wir haben bislang rein gar nichts erreicht. Setzen wir alles aufs Spiel. Der letzte Kampf zeigt, was ihr drauf habt. Und so endet der letzte von vier heftigen Kämpfen. Ist das wirklich das richtige Wort nach vier Niederlagen? Wir hatten keine Chance. Ich dachte, wir können mehr ausrichten. Das ist schon ein Schock. Das hier ist quasi meine Heimat. Bei euch in ALO oder GDO wird es wohl nicht so laufen. Aber in CrossAge spiele ich schließlich schon seit es entwickelt wurde. So leicht macht man das nicht wett. Ja, du spielst schon viel länger. Aber ich war überrascht, wie gut ihr schon seid, ganz ehrlich. Ihr habt beim Training auf eure Zusammenarbeit geachtet. Es fehlt euch noch an individuelle Stärke. Gibt es keinen Weg, schneller, stärker zu werden? Abkürzungen gibt es keine. Ihr müsst einfach immer weiter trainieren. Verstehe, das dachte ich mir schon. Aber ich kann euch einfache Ratschläge geben. Liefer, du kannst mit Schwert und Magie nutzen, aber nutzt beide zu halbherzig. Entscheide dich einfach je nach Situation, ob du im Nahkampf dein Schwert nutzt oder auf Abstand mit Magie kämpfst. Dann lernst du den Gegner das Fürchten. Ach so, ich wollte eigentlich total flexibel agieren, aber das war wohl zu halbherzig. Und ich? Lisbeth, du schlägst immer mit riesigen Schwingen zu. Das zeigt ihre Persönlichkeit. Kümmere mich nicht um dein Kleinkram. Aber sollte ich das ändern? Nein, das passt schon zum Morgenstern. Und deine Aggressivität ist ein Pluspunkt. Sieh es wirklich als deinen Stil an und überlege, wie du das nutzen kannst. Zum Beispiel nicht einfach wild herumschwingen, sondern zu schlagen, wenn der Gegner schwach ist. Die Angriffe andere abwarten und dann andere zu schlagen. Genau, so ist gut. Du musst je nach Situation eine Situation schaffen, in der du auf jeden Fall triffst. Du könntest auch selbst den Lockvogel dienen, wenn dein Gegner deinen Schwingen ausweicht. Ach so. Durch den großen Schwung können meine Partner mit gutem Timing angreifen. Und Silica, du solltest vielleicht weniger nachdenken. Weniger nachdenken? Du kannst mit Pina viele verschiedene Angriffe nutzen, aber dadurch zögerst du oft. Du denkst so viel darüber nach, welche Aktion die richtige wäre und was Plan B wäre. Das stimmt. Du versuchst oft, Kombo-Angriffe zu starten, wenn du eine Chance siehst. Wenn du da weniger zögerst, könntest du vielleicht sogar noch mehr Angriffe einbauen, oder? Zwei Schläge würde zu drei oder vier? Genau, die vielen Angriffe sind deine Waffe. Mehr von ihnen macht dich viel stärker. Vielen Dank. Und Shinan, man merkt, dass du viel Kampferfahrung hast. Deine Stärke ist es, die Situation zu erfassen, um dich deinen Mitstreiter anzupassen. Das ist sehr lobenswert, aber manchmal führt das nicht zum besten Ergebnis. Analysiere ich zu lange und zögere dadurch? Genau. Wenn der Gegner wankt, solltest du nicht lange überlegen. Und ihn direkt selbst erledigen, dann kommen sie dir nicht zu nahe. Wenn du sie verlangsamst, kommen sie nicht zu nah an dich ran. Verstehe, das merke ich mir. Gut, sollen wir mal versuchen und ihr wendet das an, was ich sagte? Nochmal? Jetzt gleich? Wie? Kommt ihr schon nicht mehr? In dem Fall lassen wir es einfach. Natürlich können wir noch. Dieses Mal verlieren wir nicht so leicht. Wir wissen jetzt, wie du kämpfst. Eine sich verändernde Welt. Geschafft! Ein neuer Rekord! Aus vier Niederlagen wurden acht. Es hat aber Spaß gemacht, oder Lies?
so ordentlich fertig gemacht zu werden, ist irgendwie angenehm. Gewissermaßen erfrischend. Wie kannst du dich nach 8 langen Kämpfen gegen 3 Leute so konzentrieren, Layla? Das ist doch ein Klacks. Während der Entwicklung habe ich mit meinem Bruder 2-3 Nächte durchgemacht. Ich bin vielmehr von euch beeindruckt. Ihr habt euch durch ein paar Ratschläge wirklich sehr verbessert. Hatte ich nicht erwartet, dass ihr so viele gute Angriffe startet. In VR-Spielen sind wir ja gewöhnt. Und deine Ratschläge waren wirklich gut. Genau. Wenn wir die beachten, können wir besser werden, auch wenn wir nicht gewinnen. Ich hab's nicht bemerkt, aber du gibst während des Kampfes auch Stilanweisungen. Wenn wir gut agieren, lässt du deine Deckung bis kurz vor Schluss offen. Und wenn wir Fehler machen, bestrafst du sie sofort. Nicht schlecht, dass ihr euch das aufgefallen ist. Du siehst also ganz genau, was im Kampf bei Angriff und Verteidigung vor sich geht. Wir merken ja selbst im Kampf, dass wir besser werden, wobei ich lieber nicht verlieren würde. Mir fällt immer mehr ein, was wir noch besser machen könnten. Stimmt, darum machen die Kämpfe gegen Layla mehr und mehr Spaß. Wirklich? Ja, du bist eine wirklich gute Lehrmeisterin. Du scheinst wirklich begabt zu sein. Ich als Lehrmeisterin begabt? Naja, ich habe sehr viel Erfahrung gemacht und weiß, was funktioniert. Und durch meine Anstrengung weiß ich, wie man schnell verbessert. Aber ihr seid ohnehin alle sehr begabt. Passt euch gut auf euch an. Ihr habt mich überrascht. Aber bin ich darum eine gute Lehrmeisterin? Dachte ich nicht, dass ich so begabt sein wäre, dass ihr das überhaupt nicht jetzt doch. Was ist denn? Naja, man sieht dich nicht so oft, Layla. So reagierst du also, wenn dir etwas peinlich ist? Peinlich? Wie süß. Süß? Er hackert mich nicht einfach. Tu ich gar nicht. Obwohl das vielleicht Spaß machen würde, vielleicht sollten wir das mal machen. Sowas bin ich gar nicht gewohnt, wirklich gar nicht. Wir haben bislang auch gar nicht so oft direkt miteinander gesprochen. Du versteckst dich meist hinter einer Kapuze. Schön mal dein Gesicht richtig zu sehen. Warum trägst du die Kapuze eigentlich überhaupt immer? Schränkt dir im Kampf nicht dein Sichtfeld ein? Daran bin ich gewöhnt. Vielleicht solltest du es auch mal ohne versuchen und was anderes anziehen. Das finde ich auch. Suchen wir uns doch bald mal zusammen was aus, Layla. Nein, das hat seinen Grund, warum ich die Kapuze trage. Was denn für ein? Als ich die Spielerangriffe untersuchte, sollte mein Gesicht versteckt bleiben. Und ich bin geistig auf den Kampf auch vorbereitet und konzentriere mich besser. Und ich mochte es auch nicht wirklich, die Blicke anderer zu spüren. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Jeder hat so seine eigenen Gründe. Stimmt. Es tut mir leid. Schon gut. Ich war nicht wirklich dagegen. Ich war nicht wirklich. Ja, genau. Ich fühlte mich gar nicht so schlecht, als ich davon sprach, die Kapuze abzunehmen. Ich stellte mir vor, wie fröhlich mich mit den anderen frei lachen könnte. Was ist denn nur los mit mir? Ich hasse es doch immer, mein Gesicht zu zeigen. Layla? Tut mir leid, alles gut. Aber es ist wirklich gar nicht so schlecht, anderen etwas beizubringen. Wohl, weil deine Schülerinnen so begabt sind, oder? Wenn ich das so sagen soll, müsstet ihr mich erstmal besiegen. Das werden wir, wart's ab! Sollen wir weiter trainieren, damit ihr euch alles merkt? Klingt gut, bin dabei. Damit wir nicht vergessen, wie sich das anfühlt. Wie steht's mit dir, Layla? Ich lege eine Pause ein. Ich sehe euch später dann bei euch nach. Alles klar, bis später dann. Das hat wirklich Spaß gemacht, seltsam. Hinter der Bühne. Du,
Verdammt, was soll das? Warum greifst du mich einfach so an? Mehr hat der 8. Platz also nicht drauf, wie enttäuschend. Denkst du etwa damit, dass du damit durchkommst? Das melde ich den Admins, nein, der Polizei. Die werden dich verhaften. Mein Arm! So fühlt sich ein gebrochener Arm an. Hast du es in echt schon mal erlebt? Warum? Es tut so weh. Offenbar nicht. Alle wollen beweisen, wie stark sie sind, aber reagieren ohne Schmerz, aber dann so. Eine Welt ohne Schmerz ist wirklich nichts anderes als ein Kinderspiel. Da würde ich am liebsten alle Gamer als wertlos abstempeln, aber... Mein Bein! Wunderschön diese Reaktion von Leuten, die noch nie Schmerz verspürt haben. Von deinen schrillen Hilfeschreien kriege ich richtig Gänsehaut. Manche Spinner wenden Gewalt aus reinster Wut an. Dabei reicht ein einfacher Grund dafür. Es macht einfach Spaß. Das reicht doch als Grund aus, oder? So macht VR richtig Spaß. Eva! Mal sehen, du hast noch einen Arm und ein Bein übrig. Wo fange ich an? Du scheinst sehr Spaß zu haben. Oh, welch eine Ehre, dass du extra für mich hergekrochen kommst. Die Arbeit vor Ort kannst du ruhig mir überlassen. Ich bin eben für die Überwachung des Projektfortschritts zuständig. Ich will ja nicht dein Hobby schlecht reden, aber geh bitte etwas effektiver vor. Keine Sorge. Die Erinnerung an Schmerz wird so direkt an den Impact-Trigger eingebaut. Wobei ich zugeben muss, dass ich es sehr genieße. Nun gut, dann fahre weiter mit dem Experiment fort. Verstanden. Trigger? Impact? Was soll das? Was habt ihr mit mir vor? Du wirst uns helfen, die Wissenschaft weiter voranzubringen. Eine große Ehre für dich, oder? Ach ja, du meintest, du würdest mich melden, oder? Das ist leider nicht möglich, denn du wirst gleich vergessen, was hier mit dir geschieht. Gut, machen wir jetzt weiter. Jetzt werde ich etwas Spaß mit deinem Kopfinneren haben. Nein!